Wir alle zusammen brauchen Beziehungen. Das ist für mich eine Freude, aber noch viel mehr eine Herausforderung, über etwas zu predigen, was uns allen zusammen sicher klar ist. Wir brauchen Beziehungen. Ihr habt sicher auch schon erlebt, dass ihr in einer Menschenmasse innen gestanden seid und euch ganz allein gefühlt habt. Mir ist das so gegangen als junger Prediger, ich komme nicht aus Krishona-Kreisen. Das war die Predigerkonferenz, die Herren haben da miteinander geredet, haben einander gekannt, grüßt und Freude gehabt. Und ich bin irgendwo da gestanden und habe mich gefragt, was habe ich hier eigentlich verloren? In der Zwischenzeit ist das Gott sei Dank etwas anders geworden. Warum kommt man sich in einer Menschenmasse so elend einsam vor? Doch nur, weil der Mensch ein Gemeinschaftswesen ist. Weil der Mensch auf Gemeinschaft angewiesen ist. Wir brauchen einander. Wir sind nichts, nur wir allein. Und die Bibel kennt dafür eben das Wort Gemeinschaft. Und wie Gemeinschaft aussieht und dass wir sie brauchen, macht die Grafik mir immer wieder klar. Ich finde es so ein herrliches, aussagekräftiges Bild. Es gibt im Leben von jedem Mensch, sei er Christ oder nicht, Gräben, die er allein nicht überbrücken kann. Keiner kann allein heiraten, zum Beispiel. Ja, und wenn es so um die geistlichen Beziehungen geht, dann fragen wir uns doch, wie sehen die aus? Wie müssen die gelebt werden, damit sie tragfähig sind? Muss man ständig über die tiefsten Gefühle reden? Haltet man da einander offen Sünden vor? Oder redet man vielleicht theologisch hochtrabend, damit man ja nicht über Gefühle muss reden, wo man sich vielleicht dafür würde schämen? Mir ist schon klar, auch unter den Christen ist nicht jeder eine Beziehungsnudel. Da sind wir sehr verschieden. Und doch gehört zum Leben als Christ, dass wir sorgfältige Beziehungen pflegen zu unserer Umgebung, zu Christen und Nicht-Christen. Die Beziehungspflege ist ein zentraler Punkt. Jesus Christus hat seine Jünger, seine Nachfolger, eben gerufen und hat mit ihnen das Leben geteilt. Die sind auch nicht wieder heimgegangen am Abend. Und so glaube ich, dass das Evangelium Menschen in Gemeinschaft führt, in Gemeinschaft mit ihrem Schöpfergott, aber auch in Gemeinschaft untereinander. Und Unverbindlichkeit ist vielleicht unser grösstes Problem. Wir scheuchen uns, weil das unsere Autonomie beschneidet. Und so ein Kernsatz ist, Gemeinschaft verbindet und Unverbindlichkeit isoliert. Wir schauen uns heute drei logische Ebenen von Beziehungen an. Es ist eigentlich klar, wir können eine Beziehung haben zu uns selber, dann eine Beziehung zum Umfeld, zu den Mitmenschen und eine vertikale Beziehung zu unserem Schöpfer, zu Gott. Das sind so meine drei Punkte heute. Zum Ersten die Beziehung zu mir selber. Da habe ich mich gefragt, habe ich überhaupt eine Beziehung zu mir? Habt ihr euch auch schon überlegt, kann man eine Beziehung zu sich selber haben? Ist das gut oder wie sieht die aus? Und ich bin gleich mal bei dieser Frage gelandet, wie zufrieden bin ich mit mir selber? Frag dich das jetzt mal. Wie zufrieden bist du mit dir selber? Mit deinen Genen, die du geerbt hast? Mit deinem Aussehen? Mit deinem Charakter? Und wenn man Christ ist, darf man überhaupt mit sich zufrieden sein? Muss man sich nicht immer wieder Ziel stecken, wo man fast nicht erreicht und einfach so dranbleiben, dass es fast ein Stress wird? Oder ab welchem Alter darf man doch zufrieden sein mit sich selber und sagen, doch, jetzt habe ich es erreicht. Danke, Herr. Wir hatten am Dienstag Gemeindeabend. Und da hat der Krigi Salaté einen Satz gesagt,
die ich zuerst mal leer geschluckt habe. Er hat gesagt, wir sollen Fehler machen. Was? Und er hat präzisiert, wir dürfen nicht nur Fehler machen, so als Zugeständnis, wir sollen Fehler machen. Und hat begründet, damit wir eine Fehlerkultur lehren erleben und dass wir aus den gemachten Fehlern unsere Lehre ziehen. Und ich habe gemerkt, der Mann hat völlig recht. Und an dieser Stelle muss ich mal ein Wort an Perfektionisten unter uns richten. Ich begegne immer wieder Christen, die wollen es wirklich gut machen und die zählen mich zeitweise auch dazu. Und den Perfektionisten muss ich sagen, liebe Leute, passt auf, damit ihr eine Ursünde nicht begeht. Nämlich die Ursünde sein wie Gott. Ich war in einer Gemeinde, da hat sich jemand sehr gestört an den Fehler auf der PowerPoint-Folie bei den Liedern. Ich habe mich jetzt auch geachtet, bei den Mundartliedern ist es noch schwierig zu beurteilen, was ein Fehler ist und was keiner ist, aber beim Hochdeutsch kann man das eher. Und ich habe auch entdeckt, wenn man das will, findet man, glaube ich, immer Fehler. Und das war dann immer so ein grosses Unglück, gewesen, wenn ein Fehler auf einer PowerPoint-Folie war. Gut, die entsprechenden Personen haben die Folie selber geschrieben und dann war es dann wirklich gut gewesen. Aber ja, wir müssen sagen, bringt es das wirklich? Ich werde immer ein bisschen hellhörig, was heisst, für Gott ist nur das Beste gut genug. Was gibt es für einen Druck auf die Leute, die hier auf der Bühne vorne sind, auf ein Anbetungsteam, auf einen Pastor, auf die Moderation? Ich bin auch dafür, dass wir uns das Beste für Gott geben, aber noch das ist ja fehlerbehaftet. Und ich habe mir gesagt, es gibt sicher gar niemanden, der sagt, in der Krishona, zu Halau, da haben die fehlerlose PowerPoint-Folie und darum habe ich mich für Krishona Halau entschieden. Im Gegenteil, wenn die Kultur herrscht, dann hat jeder, so ein bisschen, der etwas macht, Angst, er könnte einen Fehler machen. Und das gibt ein vergiftetes und verkrampftes Gemeindeklima. Und ich glaube, die Menschen, und so habe ich es erlebt, können gar nicht so gelassen und fröhlich sein. Und eine gelassene und eine fröhliche Gemeinde ist viel anziehender als eine Gemeinde, die keine Fehler hat auf der PowerPoint-Folie. Viele Christen meinen, es sei eine Tugend, andere zu lieben, aber es sei ein untrügliches Zeichen von Egoismus, wenn man sich selber liebt. Ihr wisst, die Bibel selber redet von Selbstliebe. Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Und dabei nimmt die Bibel die Liebe zu mir als Maßstab, wie ich andere lieben kann. Schon noch interessant. Nur der, der sich selber auch angenommen hat, ist fähig, der andere echt zu lieben. Und doch merke ich, dass so in unseren freikirchlichen Kreisen das von der Selbstliebe immer wieder ein bisschen auf Widerstand stößt. Wir vermuten das sofort Selbstsucht, Egoismus, Narzissmus. Und dabei ist Selbstliebe das genaue Gegenteil von der Selbstsucht. Der Selbstsüchtige, der liebt sich nicht. Der kann sich nicht annehmen, wie Gott ihn gemacht hat. Er hat Mühe mit dem. Und darum ist es auch darauf aus, Anerkennung und Wertschätzung von anderen in sich hineinzugehen. Wer sich selbst angenommen hat, der kann so loslassen, der kann selbst loswerden. Und wer sich selbst eben nicht gefunden hat, der sucht es ständig, der wird selbst süchtig, vielleicht sogar ich süchtig. Und wir dürfen Menschen sein, die reif sind, und vom Ego-Trip können Abschied nehmen. Wir müssen unsere Person nicht immer wieder so ins Zentrum stellen, sondern wir dürfen unseren Wert bei Gott haben. Und wer zu sich selber
ein ungestörtes und unverkrampftes Verhältnis hat, dann hat es eigentlich auch zu seinen Mitmenschen. Und da sind wir jetzt beim zweiten Punkt. Wir sind soziale Wesen. Und darum sind wir auf Zuwendung aus. Wir möchten wahrgenommen werden, wir möchten ernst genommen werden, akzeptiert werden. Wir brauchen emotionale und körperliche Nähe. Es gibt ein Beispiel, das ihr vielleicht kennt aus der Frühgeborenenmedizin. Man hat festgestellt, nach der Erfindung des Brutkastens, dass die Babys im Brutkasten nicht gewachsen sind. Die hatten zwar eine Wärmelampe, die sind ernährt worden, es war eigentlich alles gut gewesen, aber sie haben erst das Gewicht zugenommen, nachdem sie den Brutkasten verlassen haben. Man hat geforscht, warum ist das so? Es war unerklärlich gewesen, lange Zeit. Licht ins Dunkle hat eine Pflegerin gebracht, die ihre Frühchen zugenommen hat. Und dann wollte man natürlich wissen, was machst du, dass die zunehmen? Und sie hat sich so ein bisschen gedrückt, hat nicht rausrücken und hat gesagt, schlussendlich, ja, ich muss meinen Verstoss zugeben. Ja, der Brutkasten aufgetan, weil früher hat man eben nicht dürfen, weil man Angst hatte wegen Infektionen. Ich war ungehorsam und habe halt zwischendrin die Frühchen gestreichelt. Und spätere Untersuchungen haben gezeigt, dass die Zellen von diesen Frühchen im Brutkasten ohne Streicheleinheiten in eine Art Winterschlaf verfallen und erst durch körperliche Zuwendung wieder erwachen. Und da hat die ganze handfeste Tipp für uns alle zusammen, den wir heute beherzigen könnten. Tu doch heute ein paar Streicheleinheiten, oh, ihr seid schon so weit, in Form von Dankbarkeit verteilen. Mit einem Danken tust du den anderen anerkennen, tust ihn wertschätzen. Und wenn du nicht weißt, für was du beim anderen danken könntest, kannst du ja danken, dass es ihn überhaupt gibt. Merci, dass es dich gibt. Und jetzt kommen wir zu dem eindrücklichen Beispiel aus dem Alten Testament. Das zeigt mir so eine Beziehung, wie sie eben im wirklichen Leben oft stattfindet. Der Abraham hat zwei Brüder gehabt, der Nahor und der Haran. Und der Sohn vom Haran, den kennen wir gut, das ist eben der Lot. Am Lot ist etwas Trauriges passiert, wir wissen nicht in welchem Alter, aber sein Vater ist gestorben und die Mutter ist offenbar schon früher gestorben gewesen. Und dann hat der Lot Unterschlupf gefunden bei seinem Grossvater. Aber nach einiger Zeit ist eben auch der Grossvater gestorben und er ist allein da gestanden. Und jetzt hat er das Glück gehabt, dass sich der Abraham und Sarai einem verwaisten Lot angenommen haben. Sie haben ihn aufgenommen in die eigene Familie, wie ein Kind, wie einen eigenen Sohn. Und von jetzt an hat der Lot zur Familie gehört. Wo sie hergezogen sind, da ist der Lot auch mitgezogen. Die Jahre ziehen ins Land. Unter der guten Fürsorge von Abraham wird der Lot ein erfolgreicher Viehzüchter. Seine Herden werden grösser und grösser. Er lehrt auf eigenen Beinen zu stehen, gründet eine eigene Familie. Und mehr wird das problematisch. Das Verhältnis zwischen den Hirten, vom Abraham und vom Lot, und auch zwischen diesen beiden leidet. Dabei hat es der Abraham so gut gemeint und Sarai und hat sich dem verwaisten Lot angenommen. Und jetzt die Probleme. Ist jetzt das der Dank? Ja, es läuft manchmal anders, als wir gedacht haben. Vielleicht hat der Abraham auch gedacht, wenn wir das machen, dann dürfen wir Gottes Segen ganz sicher verspüren. Und vielleicht hat er gedacht, hätten wir doch auch besser nur für uns schauen. Ich merke immer wieder, dass wenn es so um Beziehungssachen geht, dass der Mensch ein bisschen zu den Extremen neigt. Das eine Extrem, das ist der Helfertyp, der meint, er müsse immer und überall helfen. Und gerade viele Mütter neigen dazu. Ich habe von einer Mutter gelesen, die wirklich eine ausgelastete Hausfrau ist.
wo am gleichen Tag zwei einsame Personen besucht hat, wo bei einer alten Tante tapeziert hat, für ihre kranke Nachbarin ist sie noch einkaufen, telefoniert der Nichte, die Geburtstag hat, schickt ihr noch ein Päckchen, versorgt den Haushalt und geht noch Kleider kaufen für ihren Ehemann, der nicht gerne geht, Kleider kaufen. Am Abend, bevor sie erschöpft ins Bett sinkt, kommt ihr in den Sinn, dass sie noch das Kleid für ihre 20-jährige Tochter bügeln sollte, weil die am nächsten Tag einen Auftritt hat und sie macht das noch im Nachthemd. Als sie endlich im Bett liegt, wird ihr bewusst, dass sich an diesem Tag nicht jemand bedankt hat für ihren Aufwand. Und mit einem bittersüßen Schmerz im Herz schläft sie ein. Und am Morgen geht die Geschichte weiter. Das Gegenteil sind natürlich die, die sich immer daraus halten. So nach dem Motto, wenn jeder für sich schaut, ist für alle geschaut. Ich mag da keine Finger rühren, das ist nicht meine Begabung. Es stimmt für mich nicht, darum rühre ich keine Finger. Das wäre die egoistische Haltung. Und ich finde, der Abraham hat einen wunderbaren Mittelweg gefunden. Er war weder ein Helfertyp noch auf dem Ego-Trip. Selbstlos und wie selbstverständlich, wo die Not vom Lot da war, haben sie geholfen, sie eingeschritten und haben ihm ein Zuhause gegeben. Was aber schwierig geworden ist mit dem Lot, mit diesen grossen Herden und so, hat der Abraham nicht einfach weiter zugeschaut. Er hat Verantwortung übernommen für seine Familie, er hat das Gespräch gesucht, er hat nach Lösungen geringt und hat nicht alles zusammen erträgt bis zum geht nicht mehr. Und so hat man gesehen, eine Trennung wird unausweichlich. Und können loslassen ist manchmal so in einer Situation ein schwieriger und doch ein springender Punkt bei Menschen, die gerne andere tragen. Weil wer jemand anders trägt, der kommt ihm unweigerlich nach und die Nähe, die kann man gegenseitig ja geniessen, ist wohltuend. Aber vielleicht lernt so jemand wieder auf eigenen Beinen stehen, hoffentlich. Und dann braucht er die Nähe nicht mehr. Und dann ist natürlich schon die Frage, können wir loslassen oder binden wir den anderen an uns? Bei dieser Geschichte von Abraham und Lot ist es schön, dass der Abraham der Lot nie aus den Augen verloren hat. Es ist nämlich später ein Krieg aufgekommen. Der Lot mit seiner Familie ist verschleppt worden. Und als der Abraham davon gehört hat, hat er nicht gesagt, ja, das ist jetzt die Quittung, die der Lot überkommt. Gott will ihn erziehen, jetzt ist er selber schuld, dass er in das hineingeschlittert ist. Nein, nichts von dem. Der Abraham schreitet ein, er bewaffnet all seine Knechte. Und ich möchte gerne wissen, ob er genug Schwerter hatte oder ob da noch Mistgabeln zum Einsatz kam. Jedenfalls kann er 318 Mann ausstatten und überfällt das findliche Heer bei der Nacht. Schlägt sie in die Flucht, befreit der Lot und seine ganze Familie. Und da würde ich meinen, das ist so ein leuchtendes Beispiel von einer tragfähigen Beziehung. Ich möchte noch ein Wort sagen zu Qualität und Quantität von Beziehungen. Das finde ich auch noch immer wichtig. Wir Menschen, wir sind ja total verschieden veranlagt. Es gibt Leute, die geniessen ein Bad in der Menge. Also so ein Apero nach dem Gottesdienst oder nach einer Trauung, das geniessen sie. Von einem zum anderen gehen, ein bisschen Beziehungen knüpfen, ein bisschen oberflächlich bläuderlen und wieder zum nächsten gehen. Und für andere ist genau das ein Gräuel. Sie lieben das nicht, die grossen Veranstaltungen. Sie kümmern sich lieber um Einzelne und führen tiefgehende, sinnvolle Gespräche. Und ich möchte da gar keine Wertung vornehmen, sondern jeder und jede in ihrer Andersartigkeit lasse stehen. Ich sehe nämlich bei Jesus beides. Er hat die Menge geliebt und er hat sich um eine Einzelne gekümmert. Es ist nicht immer das Gleiche dran. Leute von der gleichen Gemeinde tragen immer ein Stück Verantwortung füreinander. Ich habe mir den Satz rot unterstrichen.
Manchmal höre ich allzu schnell, und das klingt fast demütig, ja, wenn ich im Gottesdienst fehle, das spielt doch keine Rolle. Wenn ich mich für Kleingruppen abmelde, für einen Hauskreis, dann stört das niemand. Und mir geht so fälschlicherweise von dieser Meinung aus, ich bedeute einem anderen wenig oder nichts. Dabei grüßt niemand so, wie du grüßest. Vielleicht wird heute niemand gefragt, wie geht es dir, wenn du das heute machst. Und niemand kann so lächeln, wie du lächelst. Das musst du einfach wissen. Du bist ein notwendiger Teil der Gemeinschaft, der mitträgt, mithilft, vielleicht mitleidet und damit das Leben des anderen bereichert und erleichtert. Und jetzt noch das letzte Beziehung zu meinem Schöpfer Gott. Jeder Mensch, da bin ich davon überzeugt, ist ein Gedanke Gottes. Ob wir das wahrhaben oder nicht, und darum sind wir in eine Beziehung mit unserem Schöpfer, mit Gott gestellt. Und wo ein Mensch Jesus begegnet, wird die Beziehung zu dem Schöpfer Gott wieder heil und eine Beziehung untereinander kann geheilt werden. Jesus ist gekommen, uns Menschen zu suchen und zu retten. Und suchen kann man nur etwas, was verloren gegangen ist. Und wir Menschen haben ja die Beziehung zu unserem Schöpfer Gott verloren. Die Sünde, die uns da trennt. Und um die Beziehung wieder aufzunehmen, hat Gott sei Dank er den ersten Schritt gemacht. Jesus Christus ist die ausgestreckte Hand Gottes zu uns Menschen. Wir dürfen die Hand Gottes einschlagen, das Geschenk von der Versöhnung, von der Heilung annehmen. So sehr hat Gott die Welt, die Menschen geliebt, dass er seinen einzigen Sohn gab, damit alle, die an ihn glauben, nicht verloren gehen, sondern das ewige Leben haben. Und Glaube heißt eben, das Angebot, das Gott uns macht, dankbar anzunehmen. Für mich ist diese Beziehungsebene die wichtigste, auch wenn sie jetzt am kürzesten dran kommt. Weil es ist die Beziehungsebene, die diese Zeit überdauert. Wenn ich mal auf dem Sterbebett liege, dann werde ich alle anderen Beziehungen aufgeben müssen. Unweigerlich. Aber Jesus bleibt mir treu. Er geleitet mich von dieser Welt in seine Welt über. Warum weiss ich das so sicher? Weil im Psalm 73 steht, Gott, ich komme von dir nicht los. Du hältst meine rechte Hand und du wirst mich nach deinem Rat leiten und mich schließlich in Ehren aufnehmen. Da ist kein Wort von, ja, weil es jetzt die ist, machen wir eine Ausnahme. Weil es die ist, drücken wir das Auge zu. Das ist von einem ehrenvollen Empfang gedreht. Als Kinder Gottes sind wir in der Ewigkeit hoch willkommen, gern gesehen, endlich daheim. Und jetzt komme ich zum Schlussbeispiel. Zwei junge Menschen möchten heiraten. Das Mädchen kommt aus einem überaus reichen Elternhaus. Der junge Mann ist zum Abendessen eingeladen und hat die Absicht, dort um die Hand von dieser Tochter zu bitten. Er steht da, ein bisschen verlegen, mit einem Blumenstrauß in der Hand. Die wohlüberlegten Sätze sind wie weggeblasen. Und er stottert etwas von einem Zug, der immer stärker wird. Ein Zug zu diesem Mädchen hin. Und dass er um die Hand von der Tochter möchte bitten. Der zukünftige Schwiegervater legt ihm begütigend und beruhigend die Hand auf die Schulter und fragt ihn, der Zug, den du da davor redest, ist das ein Güterzug oder ein Personenzug? Wir verstehen die Frage von diesem besorgten Vater. Geht es dem jungen Mann wirklich ums Mädchen oder hat er im Hinterkopf den Reichtum?
Und meine Schlussfrage an dich heute Morgen: Wie sind deine Beziehungen geprägt? Sei das Gott oder anderen Menschen gegenüber, gleichen diese Beziehungen einem Güterzug oder einem Personenzug? Güterzug oder Personenzug? Das ist die Frage. Ich bete. Himmlischer Vater, ich danke dir, dass du uns Menschen in Beziehung zu anderen gestellt hast. Ich danke dir für alle guten, alle pflegeleichten Beziehungen, wo es einfach flutscht und wir es gut haben miteinander. Ich bitte dich aber für die schwierigen Beziehungen, dass wir die auch können gesund pflegen können, dass wir die als gesunde Herausforderung können sehen und daran können wachsen. Und ich danke dir, himmlischer Vater, dass Beziehung zu dir immer wieder Kraftquelle ist, auch für unsere menschlichen Beziehungen, dass wir zu uns selber, zu den anderen und zu dir in einer heiligen, schönen, wohltuenden Beziehung können stehen und bleiben. Amen.